Für Fachsimpeln bin ich ja immer zu haben, ne? Da bin ich ja nicht so. Theorie-Crafting und los. Wo haben wir das gute Elden Ring? Da ist. Genau so machen wir das, Flippity. Wir brauchen natürlich auch einen Crash-Test-Dummy, ne? Was nehmen wir denn als Crash-Test-Dummy? Irgendwas, was ein paar Leben hat, günstig. Glaube, den habe ich schon gekillt. For Science. Da leckte es umher. Was denn hier los? Ah, ich glaube hier. Das ist das Problem. Momento. Putz, putz. Putz. Hier nochmal hingehen. Lass mal aus dem Rahmen kicken. Ja, sieht ja schon besser aus. So, wir müssen uns erstmal. Hatte ich hier Malekith schon gekillt? Oder war das noch nichts? Ah, ich glaube, ich war dabei. Oh, ich war dabei. Ist das noch zu? Ne. Ach, ich habe auf den großen Drachen eingeböllert. Der ist doch eigentlich ein gutes Target, der hat viel Leben. Der hat doch eigentlich viel Leben. Okay, let's see. Was haben wir hier Schönes? Ashes of War. Schauen wir erstmal rein. Bögen. Arrows. Barrage, Mighty Shot, Sky Shot, was macht denn der Sky Shot? Was kann der? Okay. Rapid Succession, ja. Penetrating Enemies Guard. Er wird wahrscheinlich viel Poise Damage machen, ne? Okay, und das ist ein Homing Shot. Okay. Homing Shot. Klingt das mal nicht so bad. Merken wir uns mal. Was haben wir hier für Longbows? Mighty Shot, Sky Shot, Enhanced Shot. Ja, das ist genau dasselbe. Great Bow. True and True. Und Rain of Arrows. Die gehen da alle rein. Okay. Gut. Backscaling. Nee. Noch an Bögen. Was ist das mit den Bögen, die man irgendwie noch. Ob der nur weh tut oder nicht. Erstmal zweitens. Darum geht es ja auch erstmal gar nicht. Habe ich überhaupt irgendwas, was hier Sinn macht?
Stärke, Dex, ja, wir können Bogen benutzen. Das passt schon. Das passt schon. So, was haben wir hier an Bögen? Da was Schönes dabei. Liste, lange Liste, lange Liste. Hier sind Bögen. Oh. Waffenbuch. Lesson. Additional damage by sacrificing range. Okay. Man den mit dem Dex-Scaling, ne? Der Pulley Bow. Pulley Bow hat einfach mehr Range. Was heißt, der hat auch mehr Durchschlag, ne? Magic Infused Arrows. In-Scaling. Da kann man noch ein bisschen was extra packen, ne? Genau. Mal hier. Poison Infused Arrows. Die bringen wieder beim Elden Beast nix. Holy Infused. Den habe ich schon mal geskillt, weil der war eigentlich nicht bad so in dem Sinne. Und das Fate Scaling war natürlich nicht schlecht. Gegen Radagon auf jeden Fall, ne? Aber ich glaube nicht, dass Radagon hier das Problem ist. Also, würde ich jetzt nicht sagen, dass er das Problem ist. Ah, oh, die in guten. Ja, 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 das kennen wir ja alles. Jetzt. War das mein? Hä? War das? So, Dingsies nicht, ne? Armbrüste nicht, ne? Armbrüste nicht, okay. Nur Standard, ne? Oder haben wir hier noch andere, die anders gehen würden? Hier? Alle nur Standard. Ist die Frage, gibt es noch einen entsprechenden Schleifstein, um die nicht Standard, Standard zu dingsen? Was sind deine Main Stats in deinem Run? Okay. Und dann das dritte?
Okay, also brauchen wir auch die anderen nicht. Da brauchen wir auch die anderen einfach. Gut, der kommt erstmal raus hier. Der ist einfach zu... einfach zu schwer. Was habe ich denn hier an Arrows? Irgendwas Geiles an Arrows? Was mit die hier? Big. Ah, Serpent Bow, ja. Offshore Bow, ja. Seven Death. Astral Followers. Ah, mit dem Hornbow wäre der gut. Einfach nur ein Gimmick. Und 10. Ne, da sind die auf jeden Fall besser. Die Magic sind noch viel besser. Na, hier geht es ja primär auf, um die Damage-Arten, die wir hier nehmen wollen. Wir wollen auf jeden Fall nicht Holy nehmen. Könnten Magic nehmen, ist aber auch nicht unbedingt sinnvoll. Diesen zu kaufen, das ist gut. Ja gut, Radagon, ne? Klar, Radagon. Aber Eldenbeast ist ja dann auch noch mal so eine Nummer, ne? Wir gehen erstmal unseren Kumpel besuchen. Kumpi. Wir müssen reden. Das war genau die falsche Richtung. Shortbow. Brauchen, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung hier. Das ist doch
Und der gibt mir auch nichts Schickes dazu. Ja, das war alles abzusehen, ne? Das war alles abzusehen. So. Welche Bögen sind interessant für uns? E ist auf jeden Fall interessant. Der nur, wenn wir Int haben. Was interessant sein könnte. Der sieht nach einem gesunden Scaling aus. So, die Great Bows sind natürlich die Frage, ne? Hornbow ist ein Magic Scaler. Den wir auch selber benutzen können, wie wir wollen. Ja, Greatbow ist halt schwierig zu managen, ne? Ich meine, das wisst ihr ja, Lena. Habe ich hier noch welche? Was sag mal. Great Arrows und Golden Arrows. What the fuck? What is happening? Warum ist hier ein Hype Train? Hallo Iggy, danke für die 2222 Bits. Dankeschön. Du sollst mich doch nicht aus dem Konzept bringen hier. Wo war ich? Wo? Genau. Hype! Vielen, vielen Dank, Iggy. Dankeschön. Nee, warum auch alle nicht? Quack. Quack, quack, quack. 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 Welche wollten wir hier? Die hier, ne? Ich habe den gefehlt vorhin. Die Einsamen gefehlt, ne? Gute Hype-Train, ey. Oh, der Hornbow. Junge, ist das wieder intensiv.
Ich wusste, dass sie da noch ein Achter fehlt. Aber du kannst ja sagen, dir gehört ein ganzer Hype-Train. Iggy. Na? Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Reicht das überhaupt? Ich glaube, ich habe zu wenige, aber mal gucken. Tatsache, ey. 4 und was kommt danach? 4 und 6 und dann der richtige große? Was in der Art, ne? Neuner, ey. Oh. Bagötsche. Bagötsche. So, Purchase. Wo bist du? Hier irgendwie sowas. Der fehlt noch. Ne, Moment, wir waren noch bei 4, 6. Was hab ich denn da? Hier. So. Ist mal, und die Zombos. Wo fehlt uns denn da? Hier, 8 und 9 haben wir da noch nie. Nice. Gutes Hype Train Emote. Good job, Iggy. Good job. So. Und bei Sombra war es eigentlich nur einer, ne? Mal zwei mit. Noch zwei damit. Ah. Als ob. Na gut, ich gehe erstmal rüber. So. Kann ich wenigstens zählen den Quatsch. Das ist auch der Hornbill. 1, 2, 25. Das Ding. Wunderschön. Auch noch mit. So, Golem Grapewood, das brauchen wir alles nicht. Wie sieht das Scaling okay-isch aus? So, den wollte ich mir noch mal schnell durchlesen. Was macht denn der? Was macht den so besonders? Ah ja. Okay. Ja. Ja, das ist nicht bad. Das ist nicht bad. Jetzt sind nochmal 9er. Ja. Okay. Brauchen wir halt nochmal 9er. Irgendwas in der Richtung hier. Also wie viel habe ich jetzt? 31. Nee, komm, ich will ja 2 kaufen. Ja. Nehmen wir mal hier die großen. Ja, komm. Einer mit. Ey, Migi. 10.000 Bit-Abzeichen. Halleluja, ey. Komplett crazy, my dude. Crazy. So, davon 2.
Das gesagt, 2, 4, 6, das sind 12, ne? Ja, lassen wir es mal so, okay. Money, du hast gedonnert. So. Da haben wir erstmal die Bögen präpariert. Nimm doch einfach die Runen, du weißt ja, dass du genug hast. Mach's doch einfach. Kannst upgraden for days. Also, den müsste ich eigentlich testen, ne? Den müsste ich eigentlich testen, um zu gucken, ob der ein richtig, richtig phänomenales X-Scaling bekommt. Ja, komm. Da steht, der braucht mehr Dex als Stärke. Der ist ja anzunehmen, dass das Dex-Scaling bei ihm ziemlich gut ist. Ich hätte vorher noch sellen sollen. Retardo. Hier. Zwei davon. Bam. Wo war ich geblieben? Wo war ich geblieben? Waffen, Bögen, Orbinorik. Ja. Ja, das sind Einser. 12. Ja, 10 von der 2 und dann 12 aufwärts. So, die 9. Der Albinoric Bo. Nicht mal auf C? Um. Geht nicht mal auf ein C-Scaling, ja? Das ist ja Tragödie, ja. Gut. Ach komm, hat der jetzt zweimal geabt? Geil. Gute Arbeit. Ich habe bestimmt mehrere zweimal geabt, oder? Da bin ich ja jetzt gespannt, wie viele ich zweimal geabt habe. Die werden ja nicht angezeigt, wenn die voll sind. Komischerweise, ne? Die werden doch nicht angezeigt, wenn die voll sind. Ne, nur der Pulleybow, wie es aussieht. Na, immerhin. Na, immerhin. Okay,
Gut, der Albinoric macht schon mal mehr. Mach einfach schon mal mehr. Generell. Der ist gut, weil er eine Barrage hat. Obwohl es ein Langbogen ist. Also generell mehr Damage. Der macht Bonus Damage mit Serpent Arrows. Der mit Magic Arrows. Der Pulley Bow. Hat mehr Range, quasi auch mehr Bums. Muss man natürlich gucken, wie sehr sich das unterscheidet. Nicht sehr viel, weil das Scaling besser ist, ne? Ja. Okay. Also. Unsere Weapons of Choice sind. Immer den? Den irgendwie? Pulley Bow kann ich nicht nehmen, ne? Hat besseres Szenen. Also nehmen wir den für den Rain of Arrows. Okay. Ja, ich möchte das bitte da rein tun. Erster. First Bow. Ist der Albinoric. Weiter Bogen. Ist der Serpent. Dritter Bogen ist der Black Bow mit der Ballage. Über von unten gehen sollen. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Boost the Attack Power of Skills. Brauche ich das? Ja. Und wir wollen auf jeden Fall mehr Power von Arrows und Bolts haben. Und wir wollen auf jeden Fall mehr Range haben, weil das auch gleichzeitig mehr Damage ist. Und wir wollen haben generell mehr Dex und Successive Attacks. Erstmal. Ja. Sehen die Serpent Arrows noch ein bisschen mau aus. Serpent Arrows. Oh Gott, wo waren denn die jetzt drin gewesen? Hier, glaube ich. Nee. Blackguard nicht. Ja, geht in die richtige Richtung. Habe ich genug von. Bolz, den brauchen wir nicht. Die doch gerade vorhin gesehen, oder? Oder bin ich dumm?
Das waren die Güldenen? Oder waren die Herstellbar? Moment. Und die Herstellbar? Die Serpents? Nee. Die waren zu kaufen. Aber wo waren die zu kaufen? Eventuell? Brauchen wir erstmal nicht. Nimm ich ihn rein, die Beast-Flagge, ne? Komm, wo ist die Beast? Beast-Repellent, genau. Wett? Oh Gott, nee, ne? Geil. Bin fort mit dir. Du bist das doch gewesen, oder? Ja. Du bist das doch nämlich gewesen. Wie essen das jetzt? Das ist jetzt der Black? Der Black, ne? Der Albinoric. Ja. Nicht so ein Stress hier, Kollege. Ja, mal richtig Stress. Ja, 20? Wir sind erst 5, ne? What is he doing? Was ein Frechdachs, ey. Was ein Frechdachs. Was ist denn da unten gestorben, Alter? Was ist denn da unten gestorben? Alter, also da war ich gerade raus, ne? Ich schieß hier irgendwie in die Luft und da unten am Ende der Map kriegt irgendwas 700 Schaden. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Ich hab das sehr genossen, muss ich gerade sagen.
Was ist denn hier sein Plan eigentlich? Was ist hier sein Plan? Es sieht fast so aus. So, sammeln wir uns erstmal den Kiri ein. Das ist schon wild, was hier passiert. Finde ich. Was auch immer er dort macht. Geht einfach für die komplette Lama-Performance, ne? Der absolute Hammer, der Typ, ey. Okay, der dauert schon ganz schön lange, ey. Richtiger Lama, man. Bestimmt noch mit Barrage, oder? Das ist. Hier ist die Barrage drauf. Also, das ist ja der Wahnsinn, was er hier tut, ne? Also, seine unglaubliche Nervigkeit kennt keine Grenzen. Und jetzt kommst du an, oder was? Ich bin ja komplett vergessen. Irgendwann ist auch mal Schluss, ne? Kann man so unglaublich nervig sein. Wahnsinn. Er hat ja in Nervigkeit einfach komplett alles übertroffen. Er war 100%, ne? Er hat in 100, also er hat 100% in Nervigkeit übertroffen. Also Wahnsinn. Wirklich. Er fehlt mir die Worte.
Ich renne jetzt im Kreis und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Das Gute ist ja, man kann ja genau diese Mechanik auch verfolgen, ne? Auch bei Bossen. Einfach mal sinnlos im Kreis um die rumlaufen, ja. So, wieder zum ursprünglichen. Immer. Na komm hier. Wir kaufen ein paar Pfeile ein. In Ordnung. Mal hier noch Golden Great Arrows, Golden Arrows, Holz brauchen wir ne, hier haben wir genug. Gut, okay. Was sagen denn die Dweller Arrows hier? Noch 8 Stück. Dwelling Arrows bloß noch. Habe ich auch wieder nichts mitgenommen, ne? Noob, ey. Wieder nichts mitgenommen, ich Noob. Ich muss nach unten. Aber ich war hier noch nicht unten, ne? Boah. Wo ich denn da nach unten? Alles klar. So, was haben wir hier festgestellt? Achso, brauche ich noch so einen Baum, so einen Bären, um noch was zu testen. Mit wie viel Attack? Mit 20. Okay. Wir haben jetzt 24. Jo, Bär. Jo. Jo, Bär. Bär. Immer noch 24. Immer noch 24. Okay. Der kann raus. Ofen 60. Oh, 31. Das ist wild. Lass das mal wild. Das, ja. Fehlt das als charged. Ah, das war ja ein Crit, ne? 42. Pro 42. An sich ist das eine aufgeladene Sache. Also hier gecharged. Aber
aber es hat keinen Einfluss. Okay. Das hat auf jeden Fall Einfluss. Und das hat zu wenig Einfluss, dass es Sinn macht. Und nur was, wenn der Gegner wirklich sehr weit weg ist. Ja, natürlich, ist ja ein Skill. Barrage ist ja ein Skill. Also muss es das ja verbessern, geht ja gar nicht anders. Effective Bow Range bringt jetzt nicht so viel, was Damage angeht. So. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier noch so? Na komm. Du bist es. Nee, ich brauche dieselbe Reichweite. Ich brauche dieselbe Reichweite. Das ist wichtig. Richtig, sonst sind die Tests useless. Ich brauche dieselbe Reichweite. Ja, ist ja gut, Kollege. Wie viel sind das? Pro 65, ne? Ja. Außer bei Schwachpunkt. Außer bei Schwachpunkt. Ich habe mich gerade einfach umgerempelt, die Sau. Auf 265. Gut, der bringt auf jeden Fall was, ja. Eine Hit auf Chains. Hit, Hit, ja, Counter. Eine Hit auf Chain Attack. Hm. Sollte auch nichts bringen. Also sollte in der Theorie nichts bringen. Ne? Final Hit of Chain Attack sollte in der Theorie nichts bringen. Wir testen es trotzdem. Aber in der Theorie sollte das nichts bringen. Mein Krempel. Ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hatte gehofft, dass die Spielmusik jetzt nicht so anfängt, irgendwie was Besonderes zu machen, aber hier in dem Wald scheint sie doch loszugehen, ne?
Jetzt hin, hier. Wird, eigentlich müsste der respawnen. Oder? Müsste der. Eigentlich müsste der respawnen, richtig? Ja. True. Wird funktionieren. Mal schnell gucken, ob der respawnt ist. Wenn nicht, wäre blöd, aber. Doch, wäre günstig. Ja. Oh, mein Freund. So, und zwar. Uff. So, ich muss mindestens 2 schießen. 5,30. Und Crit. Auch sinnlos. Was haben wir hier noch am Angebot? So, der ist an sich gut. Na? Aber nicht beim Elden Beast, weil das keine Blutung gibt. Genau so wie das. So, die Successive Hits funktionieren nicht. Das haben wir gerade getestet. Müsste nämlich sonst 3, 4, 5, mindestens hier, an der Stelle müsste es schon einen Boost geben in AD. Den gibt es aber leider nicht. So, probieren wir es mit dem nochmal. Ne. Nicht. So, und der müsste nach 5 Hits heilen. Komm, drück mir mal eine, los. Drück mal eine gewaltige. Ah, mehr davon. Mehr. Ja, genau, richtig, auf die 12. Solide, mein Gott. Solide. So, okay. Wo ist denn hin? Ui. Oi. Ganz offensichtlich funktioniert es nicht. Ganz offensichtlich funktioniert das nicht. In Ordnung. Ui. Oh, ich muss länger zielen, nicht? So, 5 normale Shots probieren. Wow. War ich heavy loaded wegen dem Trinket? Nee, oder? Oh, please no. Don't tell me. Ne, medium load. Ja, hab ich dann so komisch gerollt. Was für Great Runes hast denn du, Flippy?
Okay, ganz offensichtlich bringt er auch nicht. Die geht auf jeden Fall. Also die sollte safe mit reingehen. 460 Attack. Wollte mit der Barrage. Ja, auf jeden Fall. Den Unterschied sieht man schon. Den Unterschied sieht man schon. Stamina Equipment Load. So, brauchen wir die Defensive? Nee, wir wollen uns ja nicht treffen lassen eigentlich. Haben wir überhaupt gar keinen Bock, uns treffen zu lassen, ne? So. Das ist ja unser Anliegen. Wir haben ja überhaupt gar keinen Bock, uns treffen zu lassen. In der Weise. Dieser. Dann könnten wir da den Hornbow dazu nehmen. Oh. Oder müssen das die Dwelling Arrows sein? Das ist natürlich die Frage mit dem Hornbow. Bin den Hornbow drin, oder? Nee, das ist der Hornbow. Das ist der Horn. Der 137. Es ist schon so, dass man damit mehr Damage macht. Ist eigentlich gar nicht mal bad, ne? In einem normalen Schuss ist das nicht bad. 541. Keine Great Runes? Du musst doch wenigstens zwei Great Runes haben, um in den Dings reinzukommen. Um in den Earth Tree reinzukommen. Das erste Mal.
Waffen. Ah, nicht immer auf den Kopf treffen. Griff doch mal woanders hin. 460. Ist die komplett sinnlos, dieser Talisman? Kann nicht wahr sein. Dieser Talisman, ja. Also das Ding. Mit Bow Effective Range. Hatte seinen einzigen Nutzen bei mir mit dem Bazooka-Schild. Ansonsten ist es immer Blödsinn gewesen. Oh ja, das ist ja nochmal was anderes. Nee, 26. Nicht tot wäre, bitte nicht tot hauen. Ich bin das Ding noch. Verdammt! Die Verrunen lagen da. Das hat jemand noch im Kopf. Rechtstausend oder sowas? 15.000? Keine Ahnung. Viel war es, glaube ich, nicht. Nochmal zu unserem Lieblingsbären hier. Jo. Und nimm den nochmal ins Target jetzt. Einfach mal ins Target nehmen. Der sollte jetzt 288 Jump Damage machen, ne? Ja. Genau. Jump Attacks. Billy. Haben wir das auch geregelt? Da haben wir ja fast eine Free, ne? Da haben wir ja fast eine Free. Die wahrscheinlich diese hier sein wird. Mit den Magics. Oder nehmen wir die Magics oder so? Im Großen und Ganzen ist es Wurst. In dem Moment. Firebone. Im Großen und Ganzen ist es Wurst. Ich denke nicht, dass man den Hornbow. Kann man den Hornbow noch auf eine Barrage pinnen? Nee, ich glaube nicht. Bärchen, ich muss hier mal durch. Tut mir leid. Ja, noch mal kurz knuddeln zum Abschied, aber ich muss jetzt, ne? Ich muss hier Dinge planen und überlegen.
Also ich bin erstmal kurz weg. Wollte ich nicht. Was da hinten? Das wollte ich. Und ich hab's verfehlt. Na, bloß gut ist dieser Charakter überhaupt nicht tanky. Sonst wäre das ganz schön frustrierend, was hier passiert. Wo ist denn jetzt hin? Wo war denn hier der Fahrstuhl? Der muss doch hier sein. Fahrstuhl? Ah. Genau nach Osten. Ganz genau nach Osten. Goodie. Hopp. Earthtree ist hier, ja, genau. Da wollte ich hin. Da wollte ich hin. So. Uff. Das größte Base-Scaling. Extra Reichweiten-Scaling. Das sah aber auch gut so aus. Vom Damage. Damage sah der echt ziemlich gut aus hier. Und der wäre noch. Der wäre noch auszutesten. Na komm, hier ist doch irgendwo so ein. Genau das da. Echt gestorben wäre, ey. Ganz ehrlich. Hätte ich mir so an den Kopf gepackt. Ganz ehrlich. Auf den Hornbow geht das drauf, ne? Man, da kann man was ändern. Cut. Enchanted Spot. Komm. Also, das Ding. Ja. Wirkt zwar erstmal an sich mächtig, irgendwie komplett nutzlos, ne?
Dieser Enchanted Shot. Ich meine, den müsste man, also das, der Enchanted Shot scheint genau für einen Moment zu sein wie vorhin der Händler, ne? Hier Malenia noch? Das wüsste er, das würde mir weiterhelfen. Ich den Enchanted Shot probieren. Oh, das kann ich doch leicht rausfinden. Key Items ist das, ne? Ah. Kann man hier nicht mal in Ruhe sein Inventar durchforsten? Items. Ah, Malenia ist down. Da war doch was. Doch irgendwo dieses Tor. Mr. Tor. Wo sind sie? Wo sind sie, Mr. Tor? Ah, nicht. Hier oben drauf, ne? Upp. Rein hier. Kann man doch bestimmt super mal den Enchanted Shot ausprobieren, oder? Damage ist im Haus. Das ist ja ein großer Gegner. Da haben wir eigentlich den Bogen mit. Wenn wir denn uns nicht die ganze Zeit nur verprügeln lassen würden. Er ist resettet? Oh. Auf ein neues. Genau dafür haben wir ja eigentlich unser Ding sie mitgenommen, ne? Große Gegner, große Wirkung. Schon mehr nach Bogen-Gameplay aus im Moment.
Wo wollte ich eigentlich hin? Hier wollte ich eigentlich. Warum wollte ich hier hin? Ganz genau. Dwelling Arrows. Ich kann es kaum glauben. Aber doch, genau diese. Oh, du bist ja ein 5-mal. Du bist ja eine 5-mal-Ratte. Große Ratte, große Wirkung? Ah, nicht so ganz. So, für solche Situationen ist auf jeden Fall der hier am besten geeignet. Den Fall der hier am besten geeignet. No? Oh, das. Ausies. Ausies. Ist ja gut. Alter. Nee, ich muss mal hier nach hinten. Erstmal. Ganz wichtig. Erstmal hier nach hinten komme. Ohne zu sterben möglichst. Alter. Das sind mal große Arrows, ey. Da muss ich hin. Ausgezeichnet. Das war alles, was ich wollte. Alter. Hihihis. Don't hurt me like that. Ich will doch nur Pfeile haben. Ah, ich habe natürlich jetzt nicht viel Magic Feind, ne? In dem Bilde. Im Bilde habe ich nicht viel Magic Feind. So, okay. Enchanted Shot, sinnlos. Mighty Shot, maybe. Sky Shot. What is Sky Shot doing? Der wirkt in der Tat stark, wenn ich mir den so angucke. Das ist die Frage wegen den Dwelling Arrows. Und natürlich die Reichweite. Die ist ja auch nochmal so ein Ding.
Was sagt die Reichweite vom Skyshot? Zum Skyshot. Hier ist es nicht 100% zielgenau. Kostet nicht viel Mana? Wie egal ihm das ist. Wow. Interessant. Der Skyshot scheint auch eine gute Poise zu haben, ne? Er scheint auch eine gute Poise zu haben. Skyshot. Oh nee, ne? Ich habe vergessen, meine Seelen einzusammeln. Ich bin so dumm. So. 10? 6,50? 6,50. Mit Effective Range. Das wirkt komplett sinnlos, das Ding. Wahnsinn. Das wirkt komplett sinnlos. Der Wahnsinn. Okay. Dann bleibt nur noch eins zu tun. Und zwar wollen wir todesleicht sein. Todesleicht wollen wir sein. Kann ich das sortieren? Ja, ne? Ort? Wait. Wir wollen hier die leichtesten Sachen der leichten Sachen anhaben, die uns auch noch was bringen. Schon mal, weil die sieht echt sexy aus. So. Ein bisschen Boys. Blablabla. Mein bisschen mehr Wigger. Nö, 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 nö. Achso, ja, na klar. Kurz nebenbei mitlesen, was das alles macht.
Hast du ihn im Kopf? Flippy? Gibt's da irgendwas, was sinnvoll für einen Bogen wäre? Das ist die große Frage. Was macht denn der 50 Watt Charmen? Warum shoutoutet denn der mich hier eigentlich? Was macht er denn? Hat der krasse Sachen hier oder wie? Macht der krasse Sachen? Hallo Banjols, grüß dich. Was macht denn der Mr. Schamane? Ich frage mich. Einfach so random Shoutout rein. Vielen, vielen Dank dafür, ey. Vielen Dank. Mich am Mist, ne? Ein ziemlich doller Mist. Schon wieder zu schwer.
immer noch zu schwer, ne? Einfach immer noch zu. Hier ist die Penguin Noble. Es wird wohl darauf hinauslaufen. Auf den Sanguine Noble wird es wohl herauslaufen. Wenn das ein ganzes Set sein sollte. Noch leichter als leicht geht auch nicht, ne? Light Load ist Light Load und das war's dann auch. Gibt's das dann wieder, ne? Penguin Noble. Oben rum nicht? Hat keinen Sinn. Ja. Sagen, ey. Schon eigenartig gewesen. Ein Sanguine Noble Ding sie wieder, ne? Meine Güte. Ist dann wahrscheinlich wieder anders, ne? Ja, na klar. Im Endeffekt gemacht, nö. Jahrhundert und ich. Na, auf ein Light Load, ne? Oh. Nimm mir einfach die leichtesten Galoschen der leichten Galoschen, ey. Gold Bracelets, ja, zum Beispiel so. Aber. Wir keine Schuhe an? Mann. Könnt ihr euch einfach mal Schuhe anziehen, Leute? Ist denn das so schwer? Es geht tatsächlich nach unten, ja. Junge, 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 Junge. Fünfhundertzwei. Haben die mir irgendwas? Nee. 104. Was wiegen? Nee, egal.
muss ich irgendwas inkantieren. Nicht so richtig. Gilt das als Equipment-Load hier? Die Frage nochmal. Das hier unten. Und nicht, ne? Oder doch? So. Das wird's wohl sein, Flippy. Das wird es wohl sein. Mal sehen, wie hart ich aufs Maul bekomme. Auf zum Drachen. Gucken, ob sich das überhaupt spielen lässt. Was ich hier mir gedacht habe. Nicht der richtige Port. Den wollte ich. Will ich den? Den wollte ich. So, okay, let's try this. Die Mütze ist gar nicht mal so cool, ne? Gar nicht mal so cool. Gibt's irgendeine coolere Mütze? Okay, ja, dann machen wir das so. Immer für die FIA-Performance hier. Damage 5-3. Na gut, damit kann man auskommen. Und den Golden. Wow. Den nehmen wir noch mit dazu. Mal schauen, was das hier macht. Hier schnell genug auf diesen. Nee, nicht. So, mit O. Und das Blessing habe ich jetzt gar nicht reingenommen, ne? Ja, noch ein Rack reingepackt, war. Ja, ne? Die waren voll in Sync, waren die, ey.
Kommst du eigentlich gerade vom Schamanen Banyuls? Ja, ich habe eigentlich gerade Dark Age of Camelot gespielt, aber dann kam der Flippy hier mit seinem Bogenrun in die Ecke und meinte, ist doch voll der Kack mit dem Elden Beast und Radagon. Und dann dachte ich mir, na gut, ich gucke einfach mal, welche Kombination man hier vielleicht nice mit dem Bogen spielen kann. Ne? Damage okay-isch. Waren jetzt komplett normale Pfeile, ne? Dafür auch die Blutungspfeile eigentlich nicht benutzen, ne? Weil weder Radagon noch Eldenbeast können bluten. Beide können einfach nicht bluten. Ja, würde ich auch sagen. Der gibt auch nochmal gut Attack. Also jetzt vielleicht nicht übertrieben viel. 20 DPS sind 20 DPS, ne? Wie viel kommt denn hier dazu? Ja, 50. Ja. Und hier sind es halt... Naja, es sind halt 10, ne? Nicht, ob man da vielleicht noch was Besseres findet. Leicht mit den Feuerpfeilen, klar. Was kann man versuchen? Gab's einen Burning-Effekt? Nee, ne? Burning-Effekt gab's, glaube ich, nicht. Wo ich natürlich noch mal was rausholen kann, ist, weil ich es ja gerade eh nicht brauche. Natürlich hier. Ja, das gibt auf jeden Fall noch mal ordentlich was dazu. Kann ich mir Blutungspfeile bauen? Just in case. Ein paar. Bip. Wie das? Schön. Sache, die ich gerade noch testen muss. Ah ja. Also die geht schnell raus. Diese After-Roll-Sache mit dem Pfeil. Noch nicht so, ob das so geil ist. Hab ich noch Rune Arcs? Ich glaube, ich hatte keine Rune Arcs mehr. Ne, keine Rune Arcs. Schade. Ich nochmal die Malenia Rune reingedonnert an der Stelle. Aber das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Hm? Haben wir noch für geile Arrows? Arrows? Und stark, ne? Spirit Flame. Die sind schon stark. Kann man gar nicht anders sagen. Rune Arrows, Fire Arrows.
Fire Bone. Einzig. Ah, ja, ein bisschen mehr. Ups. Und. Santrina. Komm, mach gleich wieder. Fireborn. Der Fireborn Arrow. So, ich habe den ja schon hochgezogen. Und das ist noch mal wieder eine andere Geschichte. Ne? Wie viel bringt der Golden Lord? Wie viel bringt der? Er bringt eine Menge, ne? Golden Wow, kann man jetzt sicher auch noch auf eine Waffe craften. Da sind sie wieder, die Synchroni-Welts. So, das passiert natürlich. Bei solchen Sachen, ja. Das Timing geschuldet. Die ganze Reis. Warten dann natürlich auch ab. Ne? Warten dann halt auch einfach ab. Mighty Shot wäre halt auch noch eine Überlegung. Strudelt aber Pfeile weg, war. Oder sind meine Arrows an sich aus? Oh nee, die sind tatsächlich aus. Dachte mir schon so, hä? How could this be? Weil es waren einfach nicht mehr eine Million in der Bank drin. Das ist ja ein bisschen mehr Sinn. Ein bisschen sparsamer umgehen mit den Pfeilen, ne? Dark Age of Camelot, das ist ein Online-Rollenspiel, MMORPG. Ein ziemlich altes von 2001. Wahrscheinlich nicht verwenden wird. So, dann mal gucken, was wir damit machen hier. So. Ja, das ist schon mal nicht so schlecht.
Große Gegner, große Wirkung. Hier ist auch noch in Reichweite. Gerade. Das ist natürlich das Problem mit dem Full Life. Da sollte man sich auf jeden Fall ein Rack mitnehmen, ne? Da sollte man sich auf jeden Fall einen Rack-Zauber mitnehmen. Ich einfach weg. Ist okay. Ist in Ordnung. Ich kann jetzt mein Leben wieder. Nicht so geil. Habe ich eigentlich in meiner Physics-Blase drin? Auch irgendein Death-Kram, ne? Anjo, was dankt dir für ein Follow? Siehst du mal, ich habe ja die ganz normalen Arrows nicht mehr. So, jetzt mal, wie man das eigentlich spielen würde. Ne? Nur mal so. Wie man das eigentlich spielen würde. Danke dir. Und wenn das jetzt gerade mal nicht das, du weißt ja, dass das das Eldenbeast ist, Flippy, ne? Kann man das nämlich so richtig schön auf Status spielen. So richtig schön. Ne? Wir nehmen mal eine andere Kombi. Eine andere Kombi. Wollte ich schon immer probieren. In der Theorie sollte Frost prozentualen Schaden machen, Hitze sollte aber den Frost-Cooldown verringern. Heißt, wenn ich die abwechselnd ballere, dann kann ich viel öfter den Frost auslösen. Und den hier. Und den hier. So. Das gilt es jetzt zu probieren. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Frost bekommen kann. Aber wir werden das auf jeden Fall probieren. Gar keinen Bock gerade, ne? Der gute Kerl. Vielleicht kann der auch gerade einfach nicht eingefrostet werden. Der Frost immun oder sowas. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als könnte der Frost kriegen, oder? Kann jetzt da noch zweimal raufballern, aber es sieht nicht so aus, als würde der Frost kriegen können. Oh, doch, das war ein Frostbock. Wo kommst du denn her? Fleisch.
Fliegst du noch eine Runde? Der klatscht doch jetzt gegen die Wand, oder? Ja, irgendwie so. Habe ich doch mal kurz Zeit, hier was zu ändern. Bei Blutung fand ich nämlich, ehrlich gesagt, am schlimmsten. Also am wirklich allerschlimmsten. Mit dem Pfeilhagel. Aua. Manu. Lass mich doch mal hier kurz. Rache. Fies. Oh oh. Ja. Ah, Luna, ey. Willkommen zurück. Über Arbeit. Jetzt, ich wollte ja nur kurz was probieren, ne? Du siehst ja, ich habe nicht viele Pfeile dabei, Flippy. Also. Aber ich sage einfach spontan, die reichen. Die werden einfach reichen. Wieder nicht geguckt, was in meiner Flask drin ist. Ich wollte auch einfach mal meine Physics-Flask sinnvoll machen, aber nee. Vergessen, ey. Wäre nicht gemacht. So, kein Flame Grant me Strength und nix drinne, aber naja, gut. Brauchen wir ja alles nicht. Bin zufrieden mit unserem Golden Wow und mit unserem Protection of the Earth Tree. Und dann, dann töten wir jetzt hier einfach diesen Typen. Ganz easy peasy. Rennen wir mal ein bisschen rein hier. Bum bum. Jetzt erstmal den. Ich bin Scarlet Rod. Obwohl, kann der überhaupt Scarlet rotten? Kann der überhaupt Scarlet rotten? Fragen über Fragen. Ich habe den Boss viel zu wenig gemacht. Viel zu wenig gemacht. Kann der Scarlet rotten? Das ist eine echt gute Frage, ey. Kannst du Scarlet rotten, lieber Drache? Bist du das hin? Macht er irgendwie nicht, ne? Ja, Scharlatan. Nee, macht er irgendwie nicht. Oh nö, nimm dir mal in Ruhe. So ein Ding. Hat jetzt nicht so richtig Bock zu Scarlet rotten. Na wo? Aber wisst ihr, was er macht? Bluten. Bluten kann er. Bluten hat er schon häufig gemacht. Was ist denn das für ein Todesscaling hier? Shit, dead! Aber kann das sein, dass der durch das NG plus 6, 7, was ich da gerade habe, einfach diese unglaublichen Todesresis hat? Gegen so
Na, du wirst schon. Gegen so halt. Blutung und so Kram. Yo. Weiß gar nicht, was ich jetzt für ein NG hab. NG plus 6 oder sowas habe ich, glaube ich. Alter, ich hab da ja gerade. Also. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich da drauf gerotzt habe, gerade an Blood Build-Up. Und Scarlet Rot Build-Up. Das ist kein Run, das ist einfach nur ein Experiment gerade. Einfach ein bisschen Theorie kraften, wie Flippy maximalen Schaden rausholen kann aus seinen Bögen. Um Radagon und das Eldenbeast tot zu knüppeln. Das ist eigentlich der ganze Zauber gerade. Ganz genau, Hamster. For Science. So, Rune Arcs habe ich auch keine. Also, ne? Godric Rune und Rune Arc gibt auch nochmal mehr Damage. Und wow, gibt mehr Damage. Protection gibt mehr Abwehr. Mana, hier noch ein bisschen davon. Das Ding gibt übrigens auch mehr Damage. So. Und jetzt drauf hier. Richtig krass Status. Richtig, richtig krass Status, ne? Holy fucking moly, ey. Der hätte schon längst mindestens eine Blutung drin haben müssen. Die erste Blutung. Mensch, wer hätte gedacht? Ist ja insane, ey. Das stimmt, Hamster, deswegen ist der auch so mega pisst. Oh, ich war nicht nah genug dran. Hä? Immer noch nicht nah genug dran. Hetze. Shit. Zum Quadrat. Immer noch drin gewesen. Frechheit. Frechheit. Keine Heal-Kette mehr. Ich sehe ihn nicht. Ah, da ist er. Hallo. Alter, wie viel fucking Blutungsresistenz der Typ hat. Was ist denn das? Ich sollte vielleicht diese Tests besser im New Game austesten und nicht irgendwie im New Game 6, 7, 5, whatever.
Leckbau, weiß ich nicht, da kommt man glaube ich easy ran. An den Langbogen kommt man sowieso easy ran. An den Rain of Arrows kommt man auch easy ran. Ja, stimmt, stimmt, ne? Der müsste auf jeden Fall relativ zügig die Dings applyen, das Gift applyen. Aber wenn ich jetzt sogar mit dem lange brauchen würde, dann kannst du dir ja vorstellen, was der für Resis hat, ey. Das ist ja ekelhaft. Mit dem Frost vorhin schon. Der Frost hat ja auch ewig gedauert. Ich habe dem die halbe Leiste weggeballert, bevor der Frostbrock kam. Kann eigentlich nicht sein. Das siehst du mal, ja. Ja, shit. Ja, muss ich beim nächsten Try probieren. Mit dem Servant Bow. Da müsste ich ja erstmal das Ding ist drauf schmieden hier. Das Rain of Arrows drauf schmieden. Nimmst du eigentlich Incantations in irgendeiner Art und Weise? Nee, ne? Bilder auch relativ schnell wieder weg. Das könnte ich mir auch vorstellen. Da war zum Beispiel ein Blutungskorb. Der war auch ersichtlich. Na komm, nehmen wir mal so ein Ding hier. Also ein Turtleneck kann man sich eigentlich immer geben, ne? Nom nom nom. Ja. Okay. In Ordnung. Nom nom nom. Oh, da hat er nochmal nachgesemmelt, ey. Die Sau. Ich bin sogar genau am äußeren Rand, ne? Kann ich den überhaupt drauf donnern? Nee. Den Hornbogen könnte ich das machen. Aber den Serpent kann ich anscheinend nicht mit einem
Serpent Bow kann ich anscheinend nicht mit einem Rain of Arrows versehen. Aus Gründen. Hier ist er. Der hat irgendwie nur den Mighty Shot. Warum? Warum? Er hat nur den Mighty Shot. Schade. Zimmer, ne? Nee, da ging keine Aschen drauf, genau. Ist ja auch immer die Frage, ob die Aschen drauf gehen oder nicht. Dann gehen nur der Langbogen zum Beispiel und der Albenoric. Und der Hornbow geht, glaube ich, auch. Also anscheinend nur die 25er Bögen. Und nicht die plus 10. Hier kann ich ja auch nichts drauf packen. Oh, fuck. Doch nicht. Ich bin mir sicher, es gibt noch irgendeinen Helm oder irgendeinen Kram, der vielleicht noch da ein bisschen was rausholen kann. Alter! Da kriegst du einen Schuriken in den Rücken, was ich gewaschen hat, er. Nicht, ob man für den also hier musst du auf jeden Fall immer dodgen wie ein Wilder. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht noch was Besseres reingedonnert kriegt, aber ich habe nichts gefunden. Für Feuerpfeile wahrscheinlich den, für Holy wahrscheinlich die. Lightning, ne, mit Magic, klar. Das sind alles defensive. Der geht leider nicht, der geht auch nicht. Die würden noch gehen. Und wegen Blutung und so. Dann würdest du nochmal ordentlich einen Boost kriegen. Aber die bluten ja nicht. Nimm's am besten den hier. Der macht so schöne Resis. Minus 80%. Bester Talisman ever. Er macht einfach die allerschönsten Resis der Welt. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte ihm die volle Dröhnung an Dot geben, so gut ich kann. Das war mein Masterplan, glaube ich. Lüpp. Volle Dot-Dröhnung und los. Die Serpent Arrows machen auch generell ganz gut Schaden, ne? Oh, das war die falsche Taste.
Ah, jetzt ist der dort drauf. Jawohl. Dann kann ich doch jetzt auch den Scarlet Rod ansetzen, oder? Das passiert übrigens, wenn man der Attacke nicht ausweicht und gerade die Protection of the Earth Tree ausgelaufen ist. Dann sieht das so aus. Also nur falls euch das interessiert hat, dachte ich, ne? Frage, darf man den benutzen? Natürlich darf man den nicht benutzen. Das hätte mich interessiert. Das wäre cool gewesen. Das wäre schon cool gewesen, wenn er gegangen wäre. Nö, nö, nö. Alles nicht interessant. Nö, 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 nö. Nö, nö. Einzige, was hier interessant ist, ist der hier unten. Einzige, der hier gerade relevant ist. Von allen Spells. Jetzt fange ich da hoch, ne? Warum ist der relevant? Einfach wegen den letzten paar Prozenten von dem. Wegen diesem Trinket. Ja. Wenn dein Leben komplett voll ist. Manchmal füllt deine Flasche halt nur so auf, dass du... Naja, bei 99,99% sind. Und dieser kleine, gammlige HP-Rack, der da drin ist, der bringt dich halt wieder auf die 100. Deswegen auf jeden Fall sehr lohnenswert, da mal so ein paar Todeswurzeln zu... um Mr. Clergyman zu bringen. Und glaube ich auch als zweites schon, wenn nicht sogar als erstes. Hui. So, auf ein neues. Jetzt habe ich eigentlich noch genug Rotting-Pfeile. Habe ich geguckt. Ah, kann ich keine mehr bauen. Eine Finn Beast Bones. Das übliche Problem. Genau, das Ding. Das kostet doch kaum was. Also es ist echt monströs. Warum sollte man Beast Bones kaufen? Irgendwie Sinn? So. Da kannst du ja auch gleich Pfeile kaufen, oder nicht? Hier muss Scarlet Rod rein. Noch mehr Scarlet Rod. Wow. Kann man nicht so. Mehr Scarlet Rod. Aua. Mehr Scarlet Rod. So, da müssen wir mal hier liegen bleiben. Er ist immer noch nicht drauf, ne? Was denn der für Resis? Ist ja insane. Jetzt ist drauf. Alter, ey. Der Wahnsinn. Ah,
genau in die falsche Seite geschaut. Naja, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber man hat doch so Mittel und Wege, um an Beast Bones zu kommen. Macht man da am dümmsten? Man macht das zu dem. Das macht man zu dem. Und das macht man dann zu dem. Und dann portet man sich hier nach oben. Ja, da so. Wenn man das in diesem Playthrough freigeschalten hätte. Muss ich ihn da lang? Da, da, das ist ganz unten. Ist es unten? Ne. Oben, ne? Das ist alles oben, ey. Krass, ich bin da nie unten rumgetingelt. Das ist ja eine richtige Leistung sogar fast. Das ist ja schon fast eine Leistung, da nicht sinnlos rumgetingelt zu sein die ganze Zeit. Mal, wenn ich hier lang gehe, dann hüpfe ich hier runter, dann bin ich eh wieder hier vorn. Also nee, ich nicht lang. Aber wenn ich jetzt hier hingehe, ich glaube, das ist der schnellste Weg nach unten. Ich glaube, das ist der schnellste Weg nach unten. Mann, ist das dumm. Aber es ist wahrscheinlich wirklich der schnellste Weg nach unten. Hier können wir mal den mächtigen Serpentbogen mal ausprobieren. Deine Mighty Shot. Ja, zwei Pfeile bist vergiftet, das ist okay, würde ich sagen. Halt leider der schnellste Weg nach unten. Dumm das ist. Halt wirklich so. Mm-hmm.
Blüten. So, wo holt denn den Klang? Hier hinten? Ist der mal Bogen oder nicht Bogen? Das ist hier die Frage. Da sind alle. Upsi. Mein Mana ist alle, ich gar nicht gesehen. Idiot. Ach komm, also. NHP survive. Kalkuliert bis ins letzte Detail. Sehen schön hübsch aus, die Pfeile, ne? Wo wollte ich denn hier hin? Ach, hier war's. Nee, war's hier? Was denn? Wo ging's denn hier raus? Muss ich denn rauskommen? Vorne muss ich irgendwo rauskommen. Ach, dumm. Genau die andere Seite. Ja, oh, genau die andere Seite war's. Ach, wir brauchen schon ein Leben. Weiter geht's. Hui. So, jetzt bin ich unten. Nur leider zu weit unten, aber naja, gut. Kann sich halt nicht aussuchen, ne?
Hier unten war auch ein Leuchtfeuer. Ja, da können wir gleich die Magic wirken lassen von der geilen... dem geilen Bestial-Ding sie hier. Nicht umsonst mit. Oh. Jetzt macht's die Sache noch besser. Fallen hier welche irgendwo aus der Luft, ne? Wenn man mal nach oben guckt, sieht man, dass sie aus dem Nichts kommen. Was ich ein bisschen schade fand, muss ich sagen. Wo ich in diesem Run überall nicht gewesen bin, finde ich ja auch krass, ne? Wo es diese Karte einfach ist. Und wie viel man einfach von der Karte ignorieren kann, wenn man einfach nur das Game durchspielt. Echt hilarious. Hey, Magma Worm. Geht ab. Eigentlich so ein Pfeil vom Feuer aus. Vom Pferdchen aus. U46. Ja. Ja, das ist jetzt nicht so viel, ja. Mal hier runterhüpfe und dann mal so machen. Mal direkt und sofort vergiftet, ne? Den Dodge gesehen. Der gute alte Pferd aufsteigen Dodge. So, wir wollten ja eigentlich gar nichts. Er kann sich da vergnügen, wenn er möchte. Hier sind übrigens noch ein paar von diesen komischen Gräbern. Weil du die letztes Mal irgendwie gesucht hattest. Die sind glaube ich auf der Karte, oder? Nee, die sind auch nicht auf der Karte. Meine Güte. Fliegender Bär. So. Hier ist die Schafswiese meines Vertrauens. Schön gebundelt, neben einem Leuchtfeuer. Ausgezeichnet. Dann nimmt man sich hier so einen Stab in die Hand. So ein Dingen. Und dann drückt man hier einfach so eine Taste und dann ist es wieder fein. Natürlich wesentlich besser, wenn man noch ein bisschen Arkan geskillt hat, aber willst du machen, wa? Die sind aber auch schon wieder störend hier, ne? Die sind gerade störend. Muss ja jetzt nicht sein. Ich werde umgehauen.
Ja, die waren richtig wütend, Die haben sich noch an die anderen 5 Playthroughs erinnert. Immer wenn ich Pfeile brauchte. Bones. Hui. So, wie viel können wir denn schon? Mal die mit Dingsy oder mit ohne Dingsy? Wenn schon mal 99, ne? Was hat noch gefehlt? Alliterat. Oh. Na Möni, Alter, was geht ab? Eventuell bin ich noch on, ja. Aber dein Schein kann dich auch trügen. Vielleicht bin ich auch einfach unwahrsichtig. Putz. Ist das so? Kommst du denn aus dem Gesundheitswesen, Alter? Gesundheitswesen, naja, Hast du einen medizinischen Abschluss, um das beurteilen zu können, ob das von einer gesundheitlichen Perspektive her bedenklich ist?
mehrere Leute um dich herum. Definiere mehrere Leute. Naja, keine Ahnung. Scheiden sich ja auch immer die Geister, ne? Zwei in der Mache klingt ja auch geil, ey. Kein Schimmer. Für mein OBS. Nö, da ist noch Raum. Da ist noch Raum. Ich mach mir da jetzt nicht wirklich eine Platte, ne? 24 Stunden streame, dann ist das so, wenn nicht, dann halt nicht. Da mache ich mir nur wirklich keine Platte. Da wieder dieses Ding mit der Nahrungsaufnahme, weißt du, wo ich halt mal ein bisschen hingucken muss. Wo ich ein mannigfaltiges Repertoire an Schokoriegeln hier liegen habe und Gummitäschen. Ich natürlich mit dem entsprechenden Energiehaushalt Zucker versorgen und eventuell auch ein paar Ballaststoffen. Wenigen Omega-3-Fettsäuren, die da irgendwo in den zwei Nüssen des Snickers drin sind. Ja. Also die Katjes Joghurtgums, die sehen sogar aus wie Obst. Ja. Ist nicht zu unterschätzen. Das ist ja ein nicer Plan. Ja. Aber was machen wir die anderen 20 Stunden des Tages, Flippy? Wenn alle Bosse liegen. Das Schwert hier an. Was war denn da drin? War der Blackbow gewesen? So, ja. Blackbow, so zeige er sich. So, ja, Pfeile reinnehmen wäre natürlich auch so eine Option, ne? Ich kann ihn ja auch mal voll barragen hier, ne? Barrage! Die Barrage wäre jetzt quasi für diesen Teil des Kampfes, wo man eh nichts anderes tun kann, als zu barragen. Man dann erstmal vergiftet hat. Dann aber Halleluja, ey. Hui!
ich wollte gerade am Mana-Pot trinken. Guck mal, dieses Spielverderber, ey. Erstaunlich, was die für Robustheitswerte und so haben, ne? Naja, so ein 2,5-Stunden-Stream, du, puh. Da ist man schon mal außer Atem, ey. Alter, hab ich mir gehabt. Das war ja, also. Alles geplant. Alles geplant. Vergiss nicht mein hübsches Nachthemdchen. Ich finde das so richtig. Das ist schon sexy, finde ich. Hui. Nehme ich hier für Pfeilarten? Sag mal an, Flippy. Gib mir mal 2 Pfeilarten. Mit denen mache ich den jetzt. Alter, Light Load ist ja so geil, ey. Guck dir diese Rolle an. Ist das nicht ein Träumchen? Da habe ich direkt im Chat ein paar Rollschafe sehen, ey. Ist das nicht ein Träumchen? Jawohl. Wunderschön. Wunderschön. Frostbite und Bleed, ja. Das ist mein Frostbite. Hier, ne? Holt bauen. Oh, ich habe vergessen, mich zu buffen. Ja, das wäre natürlich smart gewesen. Alter, der kann aber auch nerven manchmal, ne? Mit seinem Rumgeblitze da die ganze Zeit. Mana, Mana, Papi, Petipi. Hat der sich gerade geheilt oder habe ich gesponnen? Oder? Safe habe ich gesponnen. Er hat einfach Laserclown, ja. Einfach so. Weißt du, was da hilft? Stumpfe Metallpfeile. Ganz dumpfe Pfeile. Kann ich noch ganz normale Pfeile bauen? Machen die dann einen Schaden eigentlich? 35. Und die normalen Pfeile? 45. Ja, der Unterschied ist enorm.
Habe ich hier noch? Ja, diesen Quatsch. Ein Holy. Golden Arrows. Könnten auch geil sein, ne? Aber hatten wir nicht einen Bogen dafür? Für die. Hier, den, ne? Der ist doch specially für Golden Arrows gedacht. Der Off-Tree Bow. Und der eigentlich drauf. Den Mighty Shot. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Test. Ja. Machen jetzt hier den Mighty Shot mit einem normalen Arrow. 597 und damit einem Golden Arrow. Und der Unterschied ist sagenhaft. Vielleicht hat er auch einfach eine Schwäche gegen Holy. Kann ja nicht sein. Alter, ich steck fest. Oh, Junge. I hate you. Junge, das war aber unangenehm da in der Ecke. Bin ich ehrlich. Nicht so gern. Naja, ja, ich hab mir schon sowas gedacht. Es hat gefühlt alles weniger Damage gemacht als der stinknormale Standardpfeil. Aber was interessant wäre, sind das nicht normale Standardpfeile, die einfach nur Sleep machen? Haben wir nicht noch einen großen kleinen Bogen, den wir benutzen können? Hm. Habe ich nicht hier irgendwas geabt von den großen Bogen, Bögen? Das Ding, ne? Immer noch Schönes. Das nehme ich da mal einen Bogen. In die Ecke schuppen, genau. La. Und der hat ja auch den tollen, ne? Rain of Arrows. Hat er ja einfach. Den Resis noch reinrufen. Was da noch mal reinbuffen? Den Live-Rack reinbuffen. Ah. Dann nehmen wir den kleinen großen Bogen. Und schießen da mal Radans Pfeile rein. Oh Gott. Ah, Mana wieder, ne? Ja, ja, Mana. Das Mana wieder. Da war ich jetzt einfach nicht konzentriert. Das zählt nicht. Es war einfach nur schlecht. Punkt. Da gibt's gar nichts zu sagen zu. Habe ich ihn noch ausgerüstet? Ah ja. Ah ja. Da kommen wir daneben, ne? Ha. Da war ja was. Wir haben ja Pfeile gefarmt. Ich erinnere mich. Wäre es gut, wenn ich das anlege und das. Wie ich einfach den Holy Damage Bonus drin hatte, ne? Kein Wunder, dass die Golden Arrows so reingezwirbelt haben. Und auch kein Wunder, dass ich einfach komplett
über den Haufen gehauen werde, trotz Resis. Das sollte jetzt sogar richtig klatschen, glaube ich. Das sollte jetzt richtig klatschen. Jetzt haben wir ja alles richtig angelegt so. In der Theorie sollte das jetzt richtig bumm machen. Wenn ich alles richtig mache. Und ihn. Ihn. Geht sich der noch genau aus? Ein Spot und los. Das sieht schon ein bisschen anders aus dann, ne? Sieht dann schon ein bisschen anders aus. Macht da wieder komische Drachendinge, ey. Ich war mir sicher, dass ich gerollt bin, aber naja, manchmal ist blöd. Wie viel Poise Damage der wohl macht. Schon wieder weg, ne? Ah. Macht da wieder sowas, ey. Feuershow hier. Nein. Das war richtig bad gerade. Beim sehe ich gerade nichts. Das ist noch viel bescheuerter. Guck mal. Eigentlich tot, ne? Gilt als tot. Ich lauf schon wieder falsch, ne? Ich bin so ein Troll. Ich würde aber fast vermuten, dass der hier keinen Stichschaden macht. Der Bogen. Und man kann es auch nicht so richtig sehen.
allerdings gut finde, dass ich mit einem großen Bogen einen Light Load habe, ne? Das ist schon heiß. So groß und klobig, wie die mal wirken. Ist das schon irgendwie ein anderes Feeling. Und ich hätte Pfeile kaufen sollen. Habe ich eigentlich drin? Golden Arrow? Ne, will ich nicht. Normale Arrows? Wenige? Wohl? 20? Ach klar, das reicht. Sonst muss ich schon was craften. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dafür hat er sich ja so viel Mühe gegeben, der gute Radan. Eine Schande, wenn das nichts gebracht hätte. Wollte ich denn jetzt hier? Ich wollte noch irgendwas machen. Genau, ich wollte noch Pfeile craften. Stinknormale Pfeile wollte ich craften. Fetched oder nicht fetched? Das ist hier die Frage. Glaubst du, der macht Schaden? Also glaubst du, dieser riesige Bogen hier macht Stichschaden mit den Radanzweier? Ich glaube irgendwie nicht dran, ey. Irgendwas ist komisch. Ah, ich habe mich natürlich nicht gebufft, ich Idiot. Gut, muss reichen. Ja, okay. So, was macht der? Macht der andere Rain of Arrows? Aufhören hier mit seinem Scheiß, ne? Ich will hier gerade Dinge und Sachen testen. Das waren eigentlich 7. Naja, auch 2. Und auch 2000, ne? Kann ich anders sagen, ja. Zu weit weg, ne? Ja. Mist. In kein Lebensstrangsdings mal. Irgendwie. Es macht schon Damage, ne? Dieser andere Heilkram. Aber mit Radans macht er, glaube ich, mehr. Wenn auch nur wenig mehr, aber er macht mehr.
So. Haben wir jetzt genug getestet eigentlich? Gibt es noch was zu testen? Lippy, gibt es noch was zu testen? I have to know. Gern wissen, ob man irgendwie den Bogen noch verzaubern kann, aber ich denke nicht, dass ich da irgendwas drauf bekomme von den ganzen Sachen. Na. Ich mache einen Dragon Wound. Naja, nee, die Helme nicht, weil ich jetzt einfach zu lazy war, alles durchzulesen. In Gänze, bis ins letzte Detail. Also die kannst du dir auf jeden Fall nochmal angucken, die Helme und Rüstung. Ah, da mal ein Punkt Stärke, da mal ein Punkt Dex, so, weißt du. Okay, der war fast neu. Der Move. Irgendwie. Ach komm, jetzt mach doch nicht diesen. Hier, nimm. Reicht das schon am Ranlaufen? Das reicht sogar schon fürs Ranlaufen. Schade. Alter. Der nervt aber schon wieder was ab, ey. Jetzt fangen wir mit solchen Sachen an. Laura. Ich geh Mana, ey. Oh. Kackmülllaser, ne? Die einfach überall lang gehen, das ist einfach eine Katastrophe. So, Little Drago, hast du es denn? Nee, noch nicht. Ja, ist in Ordnung. Ich verstehe schon. Drago ist sauer.
3D Shot. Piu, 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 piu. Oh, hab sogar 600.000. Reicht zwar noch nicht für ein Level, aber hey. Ja, das ist doch schön. Da haben wir das auch mal getestet. Jetzt. Nicht hier noch den komischen Moment. Nicht, ob der auf Holy anfällig ist. Könnte man wenigstens mal den anderen Bogen nochmal testen hier. Das Gerät. Bestimmt gut ist mit den Arrows. Golden Great Arrow. Ich glaube, den habe ich nicht gemacht. Bin einfach drunter durchgeritten. Gut. Wie erwartet. Aber ich glaube, das hier ist kein Deathbird. Ist kein Deathbird. Das ist ja unterwältigend, ey. Normaler Shot? Der dauert viel zu lange einfach. Das dauert viel zu lange. Ich werde erstmal ablegen hier. Aua! Mach mal. Wollt hier das ablegen? Danke. Dann habe ich hier eine Barrage. So, ich habe ziemlich wenig Pfeile angelegt. Nimm dies, Bösewicht. Und das. Ah ja. Die 7 Pfeile werden nicht mehr reichen, ey. Und wieder irgendwelchen Kram anlegen. Ah. Ach, ich muss ja auch erstmal. Oh, ich bin ein Idiot. Junge, Junge, Junge. Na, Knockdown? Geht doch alles auf die Mütze, oder? Schade. Soll ich mal Mana Pot trinken? Ey, macht er wieder irgendwas. Black Blade in Red. Die machen so Black Flame Kram, glaube ich, ne? Nicht so Black Flame Kram. Also das war auf jeden Fall viel, viel, viel zu langsam. Viel, 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 viel zu langsam. 100 und 110. Was ist der Unterschied zwischen gekauften und gecrafteten? Theresa, ich grüße dich. Einen wunderschönen. Danke für den Follow. Vielen, vielen Dank.
Nee, den stört das ja überhaupt nicht, ne? Den stört ja Holy überhaupt nicht. Okay. Nee, also... Holy stört den jetzt nicht unbedingt. Zumindest nicht so aus. Er hat eine schwere Rüstung, dann würde er sich Lightning anbieten und ansonsten Normal Piercing. Mal gucken, was das reinbrettert, so ein Rain of Error. Wo verschwindest du denn hin? Du musst endlich mal was machen. Was hast du denn bisher gemacht? Okay, 1200. Ah, stimmt, Essen war. Da war ja was, ey. Fuck. Blitz wirkt irgendwie sehr stark auf ihn. Kann mir ja nicht helfen, ey. Sollte ich auf jeden Fall auch machen, absolut korrekt, ja. Wir wollen ja dann noch hier Return to Moria zocken mit Chandoras. Warte mal, das sind 600.000 gewesen, ne? Ja, hebe ich mal lieber auf. Das war der einzige Dodge, den ich gerade hatte, ey. Na, das hat nicht gereicht. Trotzdem nicht gereicht. Aber ich hab ihn gerade so richtig getimed gehabt, den ich setze mich auf mein Pferd Dodge. Sonst hätte er mich schon vorher zerrissen. Aber es sieht aus, als wäre Lightning eine echt gute Methode bei dem. Also eine wirklich sehr gute Methode. Aua! Doch mal lieber buffen, was? Rumeiert, ey. Das ist immer das Schlimmste, dieses Rumdeier. Ich müsste nicht nur unter den drunter gehen und einfach so das Ding drücken, ne? Kommt's ja bei mir runter. Alter, war das? Ja, gar nicht gedutscht gerade. Oha. Leider. Shit.
aber der Aufmount Dodge hat trotzdem funktioniert. Soll ich denn eigentlich mal hinraiden, Leute? Damit ich hier was essen kann in Ruhe. Fällt euch da was ein? Fällt euch jemand ein? Ich meine, ich bin in einer Stunde wieder da mit Return to Moria und Shindoras, aber. Ich will jetzt nicht eine Stunde den Stream sinnlos anlassen. Das ist ja gut, Blödsinn. Na dann, Flippy, ab geht er. So ein dummer Dodge, oder? Mit dem Off-Mounten. Lieb's. Denn getroffen und wo? Okay, der war gut zu sehen, aber davor. Nein, die 600k, ne? Ah, ich bin auch ein Troll. Nur weil ich hier so rumgammel an dem Ding und einfach aus Langeweile auf den einschieße. Einfach so 600k Seelen so zipp. Hauste. Ist jetzt auch nicht viel, aber trotzdem. Meh. Unnötig. Ah, oh Gott, war das schlecht. Ei, war das schlecht. Ey, war das schlecht. Reset. So, jetzt aber auch mal mit Vorbereitung, ne? Darf ich mir mal erlauben, glaube ich. Den. Und den. Und den. Das soll als Vorbereitung genügen. Bis. Haut mich. Gemein. Bin überhaupt nicht hier. Oh ne, der reagiert da nicht wirklich so drauf, oder? Wies, das habe ich gerade nicht gesehen. Okay.
okay. Er hat auch einen Nähesensor quasi. Nicht nur den Line-of-Sight-Sensor, sondern hat auch seinen in der Nähe-Sensor. Was natürlich blöd ist, wenn man ihn auf Range hält. Dann benimmt er sich trotzdem wie, keine Ahnung. Oha. Setzt er nochmal nach, ey, Schweinerei. Da macht er natürlich so einen Move, ne? So einen richtig eigenartigen. Wer ist Gabe? Muss ich Gabe kennen, Eiche? Mich ist das ein übelst bekannter Typ und ich verraff das gerade einfach nur. Ah, alles klar, okay. Gut, ich glaube, das ist eine Person, die muss man nicht zwingend kennen. Letzter Blitzpfeil, yay! Und ich habe ihn komplett verfehlt, ne? Wollen wir was mal schaffen. Boah, war ein anderer Move, den er sonst gemacht hat, oder? Das kam noch nach dem Geschrei immer der Bodenklatscher. Mann, ey, 17 Uhr schon wieder, ne? Unfucking fassbar.
Genau, das macht er doch eigentlich nach seinem Rumgebrülle. Und diesmal macht er wieder das andere Ding. Nee, doch nicht. Rumgeeier. Ja, eigentlich war er auch schon tot, ne? Und dann halt eben wieder doch nicht. Die könnte du. Kann ich auch einfach umhauen, so. Hm? Einen großen Knüppel, oder? So rumspackt, ey, manchmal will auch der Rain of Arrows nicht rein, ne? Will einfach nicht. Hat einfach keine Lust. Einfach keine Lust in dem Moment. Warte. Alter. Boah. Mach doch mal hier dein komisches. Genau. Das machst du richtig. Was ist der denn jetzt schon wieder für Faxen? Macht der denn schon wieder für Faxen? Jetzt wieder von der Kante fallen, ne? Von dieser kleinen Mini-Kante. Natürlich noch so einen komischen Move. Oh oh, ich sehe hier überhaupt nichts. Flippity, na das ist doch was. Ein Mann, ein Wort. So. Ich schieße hier nochmal meine ganzen Pfeile in den Typen rein. Ein letztes Mal. Und dann raide ich euch rüber zu Flippity. Flippity Flop. Ihr habt bestimmt auch wunderschönen Elden Ring Content für euch. Der wird wahrscheinlich mit einem ähnlichen kleinen Gammelbogen das Eldenbeast besiegen wollen. Wird wahrscheinlich ziemlich witzig aussehen. Vielleicht macht er ja sogar Schaden nach unserem Experimenten jetzt. Aber das werden wir erst dann erfahren. War hier mal daneben geballert, ne? Wahnsinn. Aber wenn er trifft. Die Makrele.
Au. Au. Okay, never mind. Ich esse jetzt erstmal was. Ist schon wieder eine Weile her seit dem letzten Mal. Was sagt mein OBS? 19 Stunden. 19 Stunden ist es ja. Wird also mal Zeit, was zu essen, Leute. Machen wir hier einen Reide. Flibbidi. Flibbidi, flabbidi. Was? Ungültiger Benutzername Flippity Flop? Was? Hä? Hä? Ungültiger Benutzername Flippity Flop? Oh. Okay. Oh, okay. Wegen dem Ad wahrscheinlich. Wegen dem Ad. So wird es sein. In Übereinstimmung mit der Prophezeiung. So, mit O. Ja, bei mir geht's vermutlich nachher weiter. Um wahrscheinlich um 20 Uhr oder sowas. Mit Return to Moria. Den guten schönen Doris zusammen. Und ja, vielleicht seid ihr dann da einfach wieder da. Wenn ihr Bock habt. Lasst mir ein Follow da oder so. Und ja, würde mich freuen. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Nachmittag, Präabend, Abend, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und dann sehen wir uns eventuell später wieder. Wieder schauen, reingehauen.